Die Astoria zu Gast beim Tabellenletzten in Baunatal. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, wie Matthias Born zu bedenken gab. Ihre 6 Punkte haben sie alle daheim geholt, sagte der Astoria-Trainer vor der Partie. Glaser, Haas und Stadler standen Born wegen Sperren nicht zur Verfügung. Kapitän Stefan Sieger fiel außerdem wegen Wadenproblemen aus. In der 3. Minute wurde es auch gleich richtig gefährlich für das Gehäuse der Walldorfer. Nach der Flanke setzt sich Pollasch im Kopfballduell durch. Glück, dass der Ball hier nicht einschlägt. In Minute 12 dann die erste Gelegenheit für unsere Astoria. Der Freistoß findet Kern und der nickt ein zur frühen Führung. Timo Kern, der unter der Woche schon eine starke Partie gegen Hoffenheim gezeigt hatte, markiert das wichtige 1:0. Nur 180 Sekunden später. Die Kugel wird zu Kern durchgesteckt. Der versenkt den Ball in die Maschen, aber abgepfiffen wegen Abseits. Die Entscheidung war knapp, aber korrekt. Über eine halbe Stunde gespielt. Das Spiel wurde etwas ruhiger. Walldorf kontrollierte das Geschehen und setzte immer wieder Akzente nach vorn. Der Schuss aus 18 Metern geht dann doch ein ganzes Stück drüber. Kurz vor der Pause, wenn die Baunataler gefährlich wurden, dann über die linke Seite. Wieder die Flanke vom auffälligen Kaufmann und dann köpft Schrader wuchtig aufs kurze Eck. Wulle macht nicht die beste Figur bei diesem Gegentreffer. Das wird er selbst am besten wissen. Mit dem 1:1 ging es dann auch in die Pause. Der KSV kam von dort mutiger zurück. Man merkte, dass sie sich noch etwas vorgenommen hatten. Wieder ist es Kaufmann, der in die Mitte legt. Schrader trifft die Kugel nicht richtig. Beinahe der Doppelschlag des Duos Kaufmann und Schrader. 63. Minute. Die Walldorfer jetzt wieder im Vorwärtsgang. Kern mit der super Vorlage für den eingewechselten Groß. Der macht selbst, bringt den Ball aber nicht im Tor unter. Etwa 20 Minuten vor Schluss, wieder geht's über rechts, stark zurückgelegt in den 16er und da kommt Kern mit links, schiebt er ihn zur erneuten Führung in die Maschen. Der Ball noch abgefälscht, Timo Kern mit dem Doppelpack, der Treffer aber auch sehr schön herausgespielt von unseren Jungs. 72. Minute, schöner Doppelpass von Meier und Hillenbrand. Meier nicht im Abseits, Markus Meier hat viel Platz und Zeit auf der linken Seite. Er sieht den mitlaufenden Groß, Groß haut die Kugel zum 3:1 ins Tor. Nikolai Groß entscheidet mit seinem Treffer ganz klar die Partie. Und das, obwohl vorher gar nicht klar war, ob er überhaupt im Kader steht, weil er derzeit Klausuren schreibt. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Hillenbrand noch die Chance auf 4:1 zu erhöhen, sein Abschluss aber genau in die Arme von Hartmann. Einen Wermutstropfen gab es noch in der 90. Minute. Timo Kern sah die rote Karte, warum konnten wir leider bis dato nicht genau klären. Die 3 Punkte nimmt die Astoria trotzdem aus Baunatal mit und klettert damit auf den 5. Tabellenplatz. Am nächsten Samstag kommt der Tabellen-17. Aus Zweibrücken nach Walldorf.